Herzlich willkommen bei Bioshock zurück. Wir spielen gleich weiter. Oh, das geht jetzt schon wieder ab. Renn nicht so! Ah, da oben bist du doof, Mann. Ich mag's nicht, wenn du rennst. Bleib gleich liegen, Süße. Ich hab so viel Panik vor diesem Feuchten, Mann. So, wir werden bestimmt hier so ein bisschen rumirren. Da ist eine Hugh Inmans. Große Dübel. Wir gehen erstmal kurz ins Atrium, gucken, was da los ist. Kommen wir da nicht her? Ich glaube, da kommen wir her. Da kommen wir her. Ups. Da müssen wir sogar hin im Endeffekt. Wir gehen erstmal noch so ein bisschen woanders hin zum Eve's Garden vielleicht. Das ist der Tobacco Store. Aber lass uns erstmal hier rein. Ich glaube, hier haben wir alles kaputt gemacht, kann ich sagen. Jetzt geht dir gleich still. So, das ist natürlich super klug. Da versuchen wir erstmal, ob wir nicht irgendwie was finden, womit wir da rein können. Ach, vielleicht ist es schon hier, oder? Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Na? Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben. Nämlich in unseren. Bis das sich gelohnt hat, ne? Ey, hier ist nichts drin. Ist hier nichts drin jetzt? Ich habe das ganz umsonst hier aufgemacht. Ich glaube es nicht. Hier muss auch irgendwas total Tolles drin sein, außer Geld. Verdammt, die Geschichte. Hier war nur Geld drin. Ist auch noch was. Für den Schüssel habe ich jetzt meinen letzten... Ah! Lass mich hier raus. Hier raus. Das Genbank. Gut, das brauche ich nicht. Oder war der da? Ich glaube, der war da. Ist auch egal. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Ich sag mal gar nichts jetzt. Ich sehe ja auch überall glitzern und britzeln und... Komm, wir kaufen uns mal, oder? $2. Ich sag nur eines. Auf dich würde ich keinen Pfifferling setzen. Was? Du doof, Mann. Wodka, Vino, Geld? Ich bleib mir mal irgendwo hängen. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Sammeln wir erstmal kurz. Ich komme halt drauf. Sonst haben wir zumindest unsere $2 wieder gekriegt. Okay, warum ist das so? Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Ah!
Okay. Sehr krass. Oh. Okay. Nein! Du musst mal versuchen, wir versuchen es einfach mal. Scheiße, wie wird das? So dramatisch war es jetzt nicht. Nochmal, jetzt weiß ich ja in etwa, wo es hingeht. Etwas Konzentration brauche ich jetzt tatsächlich. Sehr gut! Was ist da drin? Naja. Aber Antiperson ist immer gut. Das ist sie. Das ist Jasmine. Das wollte ich gar nicht machen. Oh, da war noch Geld. Ich drück doch eh! Achso. Hab das nicht gelesen. Unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Hier eigentlich mal aber ich weiß, Mr. Ryan also, wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Du verstehst? Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Die Sache, zu denen er mich gezwungen hat. Ach, du große Scheiße. Für wen hält er sich eigentlich? Hey, ich bin nicht umgeschwein! Du scheißlicher Schwein! Was hast du gesagt, du Arsch? Ah! Bleib doch mal stehen, du Dumm! Der ist aber langsam heute. Scheiße, verdammte Kacke nochmal! Er war ein Flegel, aber er war so. So kraftvoll. Ein Foto, bevor er total ausdrückt. Also, ich kann ja sagen, was ihr wollt, aber ich glaube, der Sander Cohen. Mal ein bisschen gay. Ist das nicht schlimm? Hört das durch das Vor und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Ich bin ein Häschen. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Das ist wieder so ein Dämlack da. Damit hätten wir drei von vieren. Wieso schaust du? Nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr es wisst, ihr alle. Huh? Flieg davon, kleine Motte. Hä? Kam da nicht mehr? Lächele. Ich bin verwirrt, er. Und jetzt sind wir fertig.
sehr unspektakulär. Ich will auch so eine Häschenmaske. Bastelt mir wer so eine Häschenmaske? Oh, hallo? Was bist du denn? Huch! Jetzt ist aber auch bald mal gut, oder? Ich habe nur noch zwei Schrot. Hallo, wo tapselst du rum? Ich höre sie ganz genau. Ja, ein bisschen... Ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich dachte, da kommt jetzt mehr Tubabu und... Okay. Ich habe immer so viel Geld. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ganz schnell einmal auf die Map lunsen, wo so ein... wo ein Verkaufsautomat ist. Aber ich meine natürlich so ein, wo ich so ein bisschen... wo ich Munition kaufen kann. Ich hoffe, der war doch hier irgendwo, oder? Nicht der Meinung. Ansonsten gehen wir einfach... Ich muss sowieso noch mal kurz einmal weg. Mal auf. Genau. Ich muss ja noch ein bisschen hier durchforsten. Wir sind ja noch nicht ganz... Wir haben ja noch nicht alles geguckt. Schnell einmal hier durch. Ja. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Depp. Reicht doch erstmal wieder, so sehr schön. Oh, müsst ihr jetzt immer kommen. Looten! Leveln und looten, so. Hier war ich eigentlich soweit fertig. Ich guck mal einmal kurz hier rein. Das ist auch eine gruselige Sache hier. Ich glaube, es hackt. Genau, es hackt. So. So ein kleines. Die ist schon gedrückt. Oh, hab ich mich jetzt schon. Das ist erschrocken. Das ist echt garstig hier drin. Und ein Safe, können wir ihn hacken? Nein, no, gib mir nö. Dann mache ich wieder unseren kleinen Trick. Jetzt fließt es ja ein ganz kleines bisschen nicht so schnell. Dann muss ich schon ganz einmal runter. So, wir müssen jetzt nach da. Das kann so bleiben. Hier gehen wir einen runter. Das setzen wir nach da. Das hätte ich gerne da. Dann brauche ich den und wir sind fertig. Juhu! Sehr gut. Yay! Kommt da nichts? Ich bleibe einfach hier stehen. So, ein automatischer Spanner. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei meinem Alltag brechen. Das heißt, ich kann sie, glaube ich, wieder einsammeln. Warum? Du Arsch! Ich wusste, dass die Dumme ganz da noch nicht stand. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt alle unterwegs. Nur du enttäuscht mich nicht. Warum haben die eigentlich so, haben die so ein Blatt da drauf? Oh, Blumen. Hat das irgendwie eine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Gerne schreiben, wer möchte. Und jetzt sind zusätzlich noch diese... Ah, oh, das ist so hell. Das ist
mir gerade ein bisschen zu unangenehm. Ich glaube, es hackt, junge Dame. Wieder so ein bisschen auf Fotosafari. Wir müssen ja, wir brauchen ja noch ein bisschen was. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden mit diesem. Von hinten! Yay! Hab ich diese Sitzer auch vielleicht erwischt? Wunderbar, super. Sehr gut. Hat das vorhin schon mal gehabt? Könnte sein, ne? So. Ja, ja, bleib in Ruhe. Also wir wollen eh so ein bisschen weiter. Was denn jetzt schon wieder? Ausgekommen, da werde ich wahrscheinlich keins nehmen. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Es geht auch ohne. Von eins auf jeden Fall, was da runter geht. Zack. So, eins nach da. Dann möglichst einfach da und eins nach da. Und fertig sind wir mit der Dose. Gut, sehr gut. Schön, konnte ich alles gebrauchen. Ich nehme jetzt nicht mit. Nehme ich dich mit? Ach komm. Warte, dann machen wir das auch bei dir anders. Nein. Ach so sieht das dann aus, wenn das. Ach, okay. Ein bisschen dumm. So, einfach runter. Bam. Müssen wir eigentlich nur noch ganz viele nach unten haben und schon werden wir fertig. Haben wir sogar. Schön. Digga, komm mit. Das ist auch Blödsinn. Und ich schlafen. Gehen wir mal nach oben. Du stehst jetzt doch auf. Du guckst mich doch einfach an. Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Da gehen wir gleich. Wenn er vor mir steht. Unglaublich. Hä? Hallo, ich will doch mal. Achso, hab ich noch. Guck, und schon ist er wieder weg. Oh, da ist ein. Da ist ein. Ich habe noch nie gesehen. Irgendwie sage ich bei jedem Mist, dass ich das noch nie gesehen habe.
runter, 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 runter und dann passt. Also, und hier, das geht jetzt schneller. So. Bam! Ne, geht doch nicht schneller. Hä, was ist das denn? Ne, was soll's. Bekomme ich da auch eine kleine Belohnung, wenn ich das Vieh gut tacke? Wäre jetzt so meine zweite Frage. Da brauche ich erstmal nichts weiter hin. Hier ist auch nichts. Wieder hoch. Ich soll doch da hoch. Du gehst erstmal aus. Ist da was dran? Schön, Film. Ist auch immer ganz gut, dass da was dran ist. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, ich wollte es anhören. Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Sie hat Songs gespielt. Oh, hallo? Ja, so langsam wird man halt sicherer. Ist nicht mehr so ganz. Na gut, in dem Fall stimmt das wahrscheinlich nicht so. Ich bin ja trotzdem noch sehr schreckhaft. So, dann haben wir das ja auch geklärt soweit. Da können wir eh nicht rein. Was ist da? Hallo. Habe ich euch schon fotografiert? Oh nein, jetzt ist da wieder so ein dummes Schießding. Jetzt bin ich wieder hier der... Jetzt kriege ich wieder von dem Big Daddy einen auf der Nase, weil ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ganz toll Spiel. Supidupi. So, das geht dahin, das geht dahin, 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 passt. So, zack. Ja, ist alles gut. Ja, jetzt ist der Big Daddy wieder sauer auf mich. Er ist echt wunderbar. Schön. Oh ja, noch mehr. Dann gehen wir wahrscheinlich nach oben, ne? Noch passt. Alter, es ist knapp. Hilfe, knapp. Krass, 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 krass. Oh, zack. Nach da oben. Eins nur nach oben, dann passt der auch. War jetzt ein Bouncer? Volle Konzentration. Das war aber knapp. Nein. Doch. Nein. Komm her. Nein. Ach schön. Ich mag es, wenn ich sie erinnern kann. Wenn ich wieder ein bisschen Adam kriege. Danke. Na dann hau ab. Rennt hier doch endlich rein, ne? Geld, ein kleiner Geldding. So, jetzt gehe ich hier nochmal rein. Jetzt sind wir nämlich oben von der Location her. Ja, bevor ich weiter... wir auch noch mal einmal diesen Weg, einfach nur das dann haben. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Das nicht. Ja, ich sollte mir vielleicht Trinker kaufen, so bei Gelegenheit. Ich meine, ich nehme ja möglichst alles auf. Oh, guck. Hab ich gar nicht gesehen. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Poesie. Das ist alles nur fauler Zauber. Cone hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture! Hebe dich! So ein Blödsinn! Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Cone damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Hallo, ihr standet gerade eben noch nicht da.
Meinetwegen nehme ich das auch mit, aber ich bräuchte es eigentlich gar nicht, ne? Aber Vollständigkeit halber würde ich sagen, nehmen wir es mit. Ich würde aber an dieser Stelle einmal hier Schluss machen, weil einfach schon die Zeit ein bisschen um ist. Ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass ich mich immer dran halte, auch wenn es mir doch wieder schwer fällt. Ich mache gleich dann hier weiter, würde ich sagen. Ja, gerne Daumen hoch, Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ich verdiene daran wirklich nichts. Ich mache das wirklich nur aus Spaß und Laune. Es ist wirklich, wenn es euch gefällt, ich brauche ein bisschen Feedback. Bis dann, tschüss!